Herzlich willkommen hier zur allerersten Ausgabe des Vlogs. Heute mache ich eine Zusammenfassung, was alles in dieser Woche hier in der Tinkerpfannenwerkstatt passiert ist und welche Themen ich hatte. Das ist auch für, gerade für alle, die nicht bei Instagram sind, aber falls ihr noch nicht bei Instagram seid, aber einen Instagram-Account habt, könnt ihr mir auch dort gerne folgen. Tinker.fun, dort veröffentliche ich eigentlich regelmäßig alle Zwischenschritte der Projekte, woran ich gerade arbeite, mit welchen Themen ich mich gerade beschäftige. Fangen wir mal an! So, welche Themen hatten wir diese Woche? Es waren ziemlich viele und ziemlich umfangreich. Es war einmal Wasserventile anzuschließen mit Elektronik und den Wasserleitungen für Rasensprenger, die automatisch laufen sollen. Kaltbrünierer oder Schnellbrünierer habe ich mir diese Woche geholt. Damit möchte ich ein paar Experimente starten. Da habe ich nur ganz kurz einmal angefangen, aber da gibt es dann auch noch mehr News bald zu. Werkbank-Challenge. Hashtag meine Werkbank. Sau geil, Platz Nummer 1 geschafft mit meinem Sägetisch, mit der Werkbank für Holz- und Metallbearbeitung. Das habt ihr natürlich mit zu verantworten, weil ihr mich da im Finale bei dem Voting zu Platz 1 geführt habt. Danke nochmal, ne? Das wird bestimmt auch ein Spaß. Da werden dann die bayerischen Maker, da könnt ihr mal bei Instagram gucken, unter anderem euer Konstantin und KS32. Da kommt auf jeden Fall eine Gruppe. Der Palettendealer, glaube ich, auch noch, werden dann zu mir in die Tinkerpfannenwerkstatt kommen und mal schauen, was wir da machen, auf irgendein Projekt zusammen starten. Dann ging es um die Werkstatthocker, die ich bauen möchte, aus Stahl und Holz. Was haben wir noch? Die Werkbank, die haben wir hier abgedatet gestern. Das heißt, eine neue Tischplatte oben drauf und ein Regal aus Stahl und Holz zusammengebaut. Dann geht es noch darum, was ich jetzt bald machen möchte. Das zeige ich euch gleich mal. Ich möchte gerne so Schleif-Mob, so Aufsätze für die Bohrmaschine oder für den Akkuschrauber, vielleicht auch für die Winkelschleife, mal gucken. Also so Fächerscheiben, so Fächerrolle selber machen, mit dem man zum Beispiel Edelstahl mit einer Kühlung von 240 Längsschliffe machen kann. Die sind sehr teuer, da versuche ich gerade Lösungen zu finden, wie man die selber günstig umsetzen kann. Und ganz kurz zeige ich noch was zu dem Slider hier oben, damit ich bessere Kameraaufnahmen hier machen kann. Da habe ich noch einen Halter für gebaut. Ah ja, und was ich diese Woche ja auch noch vorgestern geschafft habe, ist einen kleinen Mini-Schweißtisch zu bauen. Einen großen Schweißtisch habe ich noch nicht, dazu gleich auch mehr. So, dann fangen wir mit dem Hocker-Design an, oder wie weit ich damit gerade bin. Ich habe insgesamt 2 Entwürfe bis jetzt fertig. Einmal handgezeichnet und danach anschließend 3D visualisiert oder konstruiert. Aus welchem Material und welchen Maßen ich die gerne bauen möchte. Hier eingeblendet seht ihr die Entwürfe, die Renderbilder, die ich jetzt bislang gemacht habe. Dazu verwende ich Autodesk Fusion 360. Ich habe jetzt angefangen mit dem dreibeinigen Hocker. Dazu habe ich jetzt die Metalle alle zugesägt. Das heißt, für die mittleren Querstreben brauchte ich 50er Flacheisen. Die spitz zulaufen, die habe ich jetzt alle in der Metallkappsäge zugesägt. Die Enden hier sind leicht angeschrägt, damit die im Winkel nachher mit den Beinen übereinander passen. Die habe ich bislang jetzt nur zusammengeheftet. Die muss ich jetzt noch ordentlich verschweißen. Da kann ich mich aber noch gar nicht entscheiden. Das soll ein Industrielook werden, also so eher so rustikal. Wie ich die Schweißnaht jetzt mache, mache ich die im Wickverfahren und ganz filigran oder mache ich eher ein bisschen Material dazu und schleife das nachher alles glatt zu einer Oberfläche. Vielleicht habt ihr da Meinung zu und könnt mir mal in die Kommentare was dazu schreiben. Das ist dann so eins von den drei Beinen. Oben sind die einmal um 10 Grad abgewinkelt und dann für eine Senkkopf-Vollschraube aus Edelstahl schon mal vorbereitet. Das sind solche hier. Die sollen nachher dann oben die Sitzfläche festhalten. Ne? Das heißt, der Aufbau ist nachher so. Das kommt da dran geschweißt. Und oben kommt dann die Sitzfläche dazwischen aus Holz. Da habe ich leider bis jetzt noch kein Holz gefunden. Also das soll mindestens 40 mm stark sein. Ich habe versucht am Samstag hier in der Umgebung was zu bekommen. Das hat leider nicht geklappt.
Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, nächste Woche kriege ich irgendwo was her, damit ich den ersten Hocker schon mal fertig machen kann. Kommen wir zum Thema Schweißtisch. Gezeichnet und geplant habe ich eigentlich schon einen großen, den ich hier in der Mitte von der Werkstatt aufbauen möchte. Aber die Zeit fehlt mir da, so ein großes Projekt gerade umzusetzen. Und damit ich so kleine Sachen wie so ein Hocker gescheiter schweißen kann, habe ich mir aus Sachen, die ich jetzt so da hatte, einen kleinen Mini-Schweißtisch gebaut. Unten runter sind so Elemente, die kann ich mal zeigen. Die sehen so eigentlich aus. Das waren so Stahlteile, die zur Befestigung von Maschinen auf Europaletten eigentlich sind. Aus den Teilen habe ich mir hier unten vier nebeneinander geheftet und obendrauf einfach rechtwinklige Stahlrohre. Das Schöne ist jetzt, dass ich halt natürlich eine größere Fläche habe, die den Strom leiten kann, also dass ich immer die Objekte einfach drauflegen kann. Vorher hatte ich ja nichts hier zum Schweißen, außer meinem Schraubstock. Gerade bei dem Stuhl war das sehr praktisch. Du kannst hier drauflegen, nimmst dir deinen Schraubzwing. Du kannst die Objekte hier dran fixieren, ne? Sowas konnte ich vorher halt nicht machen. Das nimmt mir schon ziemlich viel Arbeit ab. Also man hat überall dann die Möglichkeit, hier wo die Lücken sind, die Schraubklemmen festzumachen. Schön ist natürlich auch mit dem Halter, dass das ja magnetisch ist. Für den Wickbrenner. Ja, gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Durch die Höhe hier dieser Profile, dieser U-Profile, hat man jetzt als Vorteil, sehe ich zumindest so, dass die Werkbank jetzt nicht so darunter leidet unter der Hitze, weil du eine Distanz dazwischen hast. Das war eigentlich der Grund, warum ich die da drunter gemacht habe noch und nicht einfach nur Rechteckprofile drunter geschweißt. So, was haben wir noch, oder was habe ich noch geschafft? Die Werkbank hat eine neue Arbeitsplatte bekommen. Das heißt, das ist die gleiche, die jetzt auch auf dem Sägetisch auf anderen Seite ist. Also 40 mm Multiplex, damit ich hier auch mal richtig draufkloppen kann. Eine Werkbankplatte aus Holz habe ich bis jetzt noch nie so gehabt. Ja, die ganze Werkbank ist jetzt auch 60 cm länger geworden. Da war vorher so ein kleiner einfacher Küchenschrank für die Bohrmaschine. Der war auch viel zu, der war ein bisschen niedriger. So habe ich jetzt rausgezogen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Und gestern habe ich es noch geschafft, dann dieses Regal hierfür zu bauen. Das ist extra jetzt auch mal ein bisschen so im rustikaleren Look gemacht. Das heißt, die Stahlprofile, die ich geschweißt habe hierfür, habe ich jetzt gar nicht behandelt. Das lasse ich jetzt so in dieser Stahloptik. Die Bretter hierfür habe ich aus alten Bänken, so Bierbänke, so klappbare Bierbänke gebaut. Oberfläche, den Lack darauf abgeschliffen. Dann ein bisschen lasiert mit dunklerer Farbe. Dann nochmal abgeschliffen, damit die so ein bisschen altgewetzt aussehen. Und die Schnittkanten habe ich mit dem Brenner flambiert. Das gefällt mir so ganz gut. Jetzt kann auch das Wickschweißgerät hier gescheiter stehen. Ein paar selbstgebaute Werkzeuge kommen da rein. Und der Schraubstock sitzt hier. Und was noch dran ist, ist dann hier ein Halter für den Winkelschleifer. Ja. Ja, bei Instagram habe ich schon gefragt an alle Tischler. Ich wollte hier so ein Rechteck aussparen, um das Logo hier einzusetzen, damit es aber bündig auch drin ist. Ich habe mich jetzt mit meinem Stechbeitel, ja, ich habe es jetzt mit Stechbeitel gemacht. Ich habe gefragt, wie andere das machen würden. Da kam ganz oft mit der Fräse. Ja, überlege ich mir nochmal, wie ich das hinkriege, also ein Rechteck genau zu machen und versuche das bei dem Sägetisch mal nachträglich zu machen. Da ist das Emblem jetzt aufgeklebt, weil das sieht echt cool aus, wenn das so bündig da drin ist. Das gefällt mir echt gut. So, das sind so ein paar Kalt- oder Schnellpolierer, die ich jetzt geholt habe. Einmal ein Set mit Vorbehandlung, Nachbehandlung und zum Tauchen, ne? Die Metalle, also Stahle, zum Beispiel wenn ich blanke Stahl schwarz oder schwärzer haben möchte oder dunkelbraun, je nachdem, dann kann man das mit dem Brunierverfahren
die Oberschicht, die Oberfläche behandeln, dass sie so sich verdunkelt. Und die eine Variante ist, einmal zu tauchen, also das Objekt da drin zu tauchen. Das geht natürlich nur bei kleineren Sachen. Und wenn ich so einen Hocker gestellt zum Beispiel, vielleicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mache, brünieren möchte, dann ist die andere Variante zum Streichen, zum draufpinseln. Bei dem Hocker hatte ich erst die Idee, das zu brünieren, das Gestell, aber in meinem kleinen Test passiert da gar nicht so viel, weil dieser Baustahl schon sehr dunkel ist, wenn er geliefert wird. Und alles abschleifen, brünieren macht dann eigentlich keinen Sinn, denke ich. Sei denn, weil ihr habt ja andere Erfahrungen oder Empfehlungen. Ich glaube, ich lasse es so rein in der Stahloptik. Eine Variante baue ich vielleicht noch aus Edelstahl. Ja, mal gucken, was wir damit machen können. Vielleicht mal irgendwelche Schrauben verdunkeln oder irgendwelche kleinen Bauteile. Auf jeden Fall ein Thema, wo ich jetzt auch gerade ein bisschen, wo ich gerade Bock drauf gekriegt habe. Ja, was ich auch noch unbedingt loswerden muss, vielen Dank, ihr habt mir geholfen bei Hashtag meine Werkbank die Challenge zu gewinnen. Es wurde die beste Werkbank Deutschlands gesucht von den Bayerisch Makern, unter anderem von Kreis 32 und euer Konstantin. Zu gewinnen gab es quasi ein Treffen mit den Bayerisch Makern, das ist eine Gruppe aus Makern in der Region Bayern. Die werden dann hier in die Tinkerfan-Werkstatt kommen und wir werden zusammen, ich denke und hoffe, wenn wir genug Zeit haben, ein kleines Projekt zusammenbauen und sicherlich wird es auch ein cooles Video dazu geben. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgevotet haben im Finale auf Instagram. Top gemacht. Ja, aktuell. Aktuell bin ich noch an der Sache dran. Und zwar möchte ich was bauen, ein Werkzeug. Es gibt diese. Ich glaube, einer der meist benutzten Begriffe ist Schleifmob. Das sind hier, das sind so Einsätze drin mit, in diesem Fall jetzt hier mit Schleifvlies und Schleifpapier. Aber es gibt die auch mit reinem Schleifpapier drin, ohne dieses Vlies. Da sind ungefähr 100 Schmiegelpapierfächer dann drauf. Und damit kannst du auch super in Edelstahl so ein zum Beispiel wie hier, zeig ich mal, so ein Schliff reinbekommen, ne? Dass da so Längsschliffe drauf sind. Aber diese Schleifmobs, gerade in größeren Breiten, sind sehr, sehr teuer. Da finde ich Shops, wo die 60 bis 80 Euro kosten. Das kann ich mir so nicht leisten, ehrlich gesagt. Deswegen versuche ich jetzt mal zwei, drei Versionen oder Ideen, die ich so habe, wie man das selber umsetzen könnte, daraus also günstig ein Werkzeug zu bauen. Experimentiere ich mal einfach zwischendurch, wenn ich ein bisschen Luft dafür habe. Dazu habe ich mir auf jeden Fall schon mal für den Start für 16 Euro so eine Rolle mit 25 Meter 240er Schleifpapier gekauft. Dadurch sollte man auf jeden Fall eine Menge Fächer schneiden können. In der gleichen Breite habe ich im 3D-Drucker mir schon mal jetzt so ein Tool gebaut und der Sinn und Zweck ist jetzt davon, ich schneide so ein Stück ab. Also die Idee dahinter ist, ob es klappt, weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt hier in diesen Schlitzen überall die Fächer rein, das heißt, hier ist eigentlich dann so ungefähr abgeschnitten. Und wenn alle drin sind, gibt es hier oben und auf der Rückseite hier eine Vertiefung drin. Kann man das sehen? Das sind ungefähr 3 cm, die hier reingehen. Und wenn das Papier drin ist, möchte ich das gern mit Epoxidharz zugießen. Die originalen Steifmobs sind auch mit Epoxidharz vergossen oder mit irgendeiner Klebemasse. Aber die gehen in der Montage anders vor. Das habe ich mir schon angeguckt. Die kleben erst alle Fächer zusammen an einer Stelle. Das heißt, du hast einen Strang
Schmiegelpapier und der wird dann rund gelegt und dann zusammen vergossen. Aber ich denke, das könnte funktionieren. Werden wir sehen. Also, wie gesagt, Fächer rein, auf beiden Seiten dann vergießen und hier kommt dann eine Achse rein, entweder für den Winkelschleifer oder für die Bohrmaschine. Und so könnte man dann mit so einem großen auch größere Vierkantprofile oder Rechteckprofile aus Edelstahl schön schleifen, um so einen Schliff reinzubekommen. Bin gespannt. So, ein kleines Update. Nichts Weltbewegendes, aber kann ich euch auch zeigen. Da war ich auch, habe ich auch vorgestern noch zwischendurch gemacht, weil mich das immer gestört hat, dass ich nicht weiß, wo ich diesen Kameraslider aufbauen soll oder montieren soll. Habe ich jetzt einfach ganz simpel aus Flachstahl zwei Haken gemacht. Die können hier oben in das Regal einhaken. Das heißt, dadurch kann ich den Slider hier auf der ganzen Fläche hin und her versetzen. Und es gibt eigentlich eine ganz coole Kameraansicht, wenn mit dem Weitwinkel dann die Kamera nach unten oder zu mir filmt. Und über die Fernbedienung habe ich das damals so umgebaut, dass man den dann auch starten kann. Kann dann nach links und rechts fahren. Ich habe ihn dann so programmiert, dass er jetzt von alleine einfach hin und her eiert, damit man sich halt nicht drum kümmern muss. Ja, und das letzte Thema ist, das wollte ich euch auch noch kurz zeigen, falls irgendeiner mal sowas ähnliches vorhat zu bauen. Ich habe so Wasserspringer in der Erde verbaut. Aber die Steuerung möchte ich gerne wieder selber übernehmen. Also jetzt nicht irgend so ein Gardena-Ding dazwischen oder so. Jetzt habe ich mir drei so Magnetventile gekauft. Hier oben habe ich jetzt einen Verteiler aus PVC-Rohr. Das ist 1 Zoll groß. Das ist extra für so Wasserverteilung. Das habe ich jetzt dafür genutzt, um die alle ordentlich zu montieren. Die drei Leitungen gehen also draußen in den Garten. Der Aufbau ist ganz simpel. Man muss nur dieses 24 Volt Ventil bestromen, damit das Wasser durchlässt. Dadurch ist man auch sehr flexibel, welche Steuerung man nimmt. Ich wollte eigentlich erst eine Platine selber designen mit so einem WLAN-Controller, aber aus zeittechnischen Gründen habe ich jetzt dann doch erstmal so einen Homematic-Controller genommen. Die gibt es mit vier Relais. Und worauf ich eigentlich auch hinweisen jetzt möchte, ist, die Module von Homematic gibt es auch ganz oft als Bausätze. Da könnt ihr euch ruhig trauen, die zu bestellen und die kann man meistens auch mit wenig Löterfahrung zusammenkriegen. Da sparst du statt 60 Euro gibst du dann nur 35 Euro aus für so ein Modul. Das heißt 25 Euro Ersparnis und eigentlich musst du nur so ein paar Bauteile drauf löten und auch nur die groben, also nicht mal die kleinen feinen. Hier muss ich auf jeden Fall noch nächste Woche einen kleinen Verteilerkasten bauen. Da kommt die Steuerung rein, da kommt die feste Netzleitung an und hier unten muss ich noch eine Montage für bauen und vielleicht noch eine Abkastung, damit man da jetzt nicht drankommt. Und zusätzlich zu der Hausautomation wäre es ganz praktisch, wenn man irgendwo hier in der Garage Schalter hat, wo man die auch mit aktivieren kann. So, das war's. Erster Vlog. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu zu sagen habt. Hat es euch gefallen? Gibt es Anmerkungen? Soll ich das wiederholen oder nicht? Ich habe gedacht, das ist ein guter Ausgleich für die Leute, die nicht bei Instagram sind. Dort poste ich ja die ganze Zeit die Zwischenschritte, woran ich gerade arbeite. Diese Vlogs könnte ich vielleicht so erstellen, dass ihr mal eine Zusammenfassung jeden Wissen hier bekommt, woran ich aktuell arbeite. Normalerweise lade ich bei YouTube ja immer nur komplette Projekte hoch. Und auch nur umfangreichere, gar nicht die kleinen. Also lasst mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und falls es geschehen, abonniert mich. Und falls ihr Instagram habt, tinker.fun, einfach auch folgen. Super.